Was ist denn jetzt hier los? Shy Guys auf Pogo Sticks. Es gibt immer was Neues. In dieser Welt. Nur bedauerlicherweise haben wir, sag, immer noch keine so guten Techniken drauf. Aber wenn die beiden, sag, meinen, die können gut springen, dann zeigt ihnen Mario, wie man es besser macht. Okay, nicht gut genug. Danke, Mario. Ich wollte ja weiter nach komischen Gestalten spähen. Aber das hat sich irgendwie erledigt. Alles voll davon. Hier, das für dich habe ich gefunden. 10 Münzen, danke. Und nun zu dir, Pogo Stick Shy Guy Nummer 2. Der Hopsling. Ja, der Hopsling. Das ist ja nicht der Nette hier. Wie kann man den Hammer daneben schlagen? Naja, so oder so, Mario hat ein neues Level gekriegt. Da erhöhen wir lieber die KP jetzt. Uff, das war echt knapp. Danke für die Rettung, Mario. Hier, ey, da ist immer eher mein Geldbeutel. Den hat mir das Krokodil geklaut. Darf ich ihn wieder haben? Klar. Du bist der Größte. Hier ein kleiner Finderlohn für dich. Los, nimm schon. Blumenkapsel halten. Wartet mal, die können wir jetzt auch aktivieren. Und nun zu dir, Hopsilein. Der extra A-Angriff war jetzt ja leider. Ein Satz mit X war wohl nix. Moment mal, die kommen alle aus dem Pilzpalast? Wieso denn das? Und gibt es eigentlich heutzutage überhaupt noch Pogo-Sticks so zu kaufen? Naja, natürlich wird es das sicherlich noch geben irgendwo. Aber sicherlich nicht mehr so häufig. Der Trend geht wohl eher zum Skateboard. Hey Mario, bist du da in was reingetreten? Nicht schon wieder. Ha, reingefallen. Immer das gleiche hier. Na, wie dem auch sei. Kann ich noch was kaufen? Mello bräuchte Kleidung. Bitte Betrag abgezahlt hinterlassen. Der Ladenbesitzer. Okay. Ah, Mello braucht jetzt eine Hose. Gut. Okay, ein Gegengift-Button. Kann Mello dann einen Sack nehmen. Gut, damit hätten wir jetzt beim besten Willen ziemlich gut unsere Lebenspunkte oder besser unser Inventar wieder aufgefüllt. Übernachtung gefällig, 3 Münzen. Ja. Tja, so schnell kann es gehen. Ein kleines Nickerchen. Schau, ich bin hellwach und es ist Zeit, hier den großen Reibach zu gewinnen. Tja, wollen wir noch mal sehen. Jetzt auf jeden Fall erstmal speichern. Und dann als nächstes würde ich ja, sag mal, sagen, gehen wir, sag mal, in den Pilzpalast hinein. Was ist dort los? Wieso kommen hier, sag, Shy Guys auf dem Pogo-Stick raus?
Naja, auf alle Fälle sind wir jetzt gut ausgerüstet. Was für ein Schreck! Alle sind ins Schlafgemach der Prinzessin gerannt und haben sie dort versteckt! Oder naja, wollten sie zumindest. Ich und ein paar andere haben es nicht rechtzeitig reingeschafft. Hoffentlich geht's meinen Freunden gut. Keine Sorge! Oder vielleicht doch eine Sorge, wenn er sagt, hier noch mehr Pogo-Stick-Leute sind. Okay, normale Faustschläge machen er sagt gar nichts. Hurra, Bahn frei, dank Mario. Vielen, vielen Dank. Naja, noch nicht so ganz. Denn erst gleich ist hier Schicht im Schacht. Ernsthaft, wie viele von euch sind noch hier? Halt, kein Schritt weiter. Schau dir den mal an. Steht einfach da und hüpft gar nicht auf und ab. Los, dann plätten wir. Diese eingebildeten Pogo Shy Guys. Na, die kriegen jetzt ein Gebüsch. So einfach und nicht anders geht das. Und wieder hat Mario mich gerettet. Ach, mein Dank ist nicht in Worte zu fassen. Ach, ihr seid wohl auf. Ich bin ja so froh. Mario ist unser Held. Du bist unsere Rettung, Mario. Hab vielen Dank. Oh nein, der Kronminister, der ist immer noch im Thronsaal. Was ist ja schrecklich, wer hat ihn vergessen? Aber wo Mario nun hier ist, Mario, du wirst die Sache sicher schaukeln, oder nicht? Klar werde ich das. Ui, klasse, ach so, Sekunde bitte, warte mal kurz. Hier, das Höschen der Prinzessin. Hier, das ist für dich, ihre Hoheit wäre sehr froh, wenn sie wüsste, dass du ein Andenken von der dabei hast. Blumenkapsel, ey. Enttäuschend. Im Bett der Prinzessin schlafen, unerhört, kommt gar nicht in Frage. Naja, dafür hat sie mich so geheilt. Dankeschön. Da mal ran ans Werk. Denn jetzt haben wir, glaube ich, den ersten Bossfight hier am Spiel zu meistern gleich. Naja, obwohl, wir haben ja jetzt hier noch ein paar andere Sachen zu meistern. Es wird hier beim besten Willen viel zu sehr gehüpft. Aber das richtige Blitzgewitter-Timing habe ich jetzt leider immer noch nicht drauf. Nee, das richtige Blitzgewitter-Timing habe ich immer noch nicht. Das ist jetzt leider ein bisschen bedauerlich. Mal sehen, ob ich das jetzt hinkriege. Nein, da habe ich wieder zu lange gewartet. Eine schöne Palastkellerwache ist das. Kaum komme ich hierher, verzieht sich hoch ins Gästezimmer. Pa! Naja, dafür habe ich jetzt Münzen, Lebenspunkte und der Sack Blumenpunkte gekriegt. Vergiss den Palastkeller, schau mal, was ich gefunden habe. Eine Goldmünze. Ein schillerndes Münzchen aus purem Gold. Und es ist mein. Ach so, hier habe ich ein Kellergewölbe gefunden. Nimm es, du es für mich. Aufweg-Button halten. Na, meinetwegen. Aber jetzt, ohne großartiges Verzagen, hüpfen wir mal los. Okay, da haben wir zu früh gehüpft.
Ja, und irgendwie haben wir an der Stelle jetzt auch das Timing wieder mal vergeigt. Okay, da haben wir das Timing jetzt richtig hingekriegt. Tja, wir sind der Sack schnell. Okay, das hat jetzt leider nicht wirklich geklappt wieder. Aber egal. Der Weg ist frei. Keine Spur mehr von den Pilzwächten. Haben sich alle verdünnisiert. Ast rein, nun gehört der Laden uns. Und jetzt hüpfen wir ungestört rum, so viel wir wollen. Hurra, wer als letzter loshüpft, hat verloren. Hüpf, 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 hüpf. Halt, keinen Schritt weiter. Hö, schau die Dema an. Steht einfach da und hüpft gar nicht auf und ab. Los, den plätten wir. Schergen, die zwei Knallköpfe hier wollen uns wohl unsere schöne Party vermiesen. Wie finden wir das? Frechheit! Ich bin empört. Gehört bestraft sowas. Und der Schnauzer ist auch doof. Ey! Den habe ich jahrelang gepflegt und gehegt. Hm. Oh, Menschenskinders. Hätten wir doch jetzt, sagt eine richtige Technik. Aber hey, Blitzgewitter! Die Schergen sind weg und Klingklong wurde betäubt. Dann wird es Zeit für den Feuerball! Und für den Gedankenleser. Anfällig gegenüber Elektroangriffen. Boing, boing, boing. Au, au, au. Honigsirup. Aktivieren. Und. Macht des Donners! Okay, irgendwie ist es doch recht einfach. Oh, jetzt hat er allerdings wieder seine Schergen da. Toad, Hilfe! Komm herbei! Superstern! Glückssternchen! Garantiert Aktionsbefehl, Erfolg für 2 Züge. Ernsthaft, wo kommen die denn jetzt? Sag alle her. Tja, das war's mit Klingklong. Ende Gelände, Wochenende. Und wir erhalten einen Stern.
Da waren es jetzt nur noch 6. Ah, verflucht! Wir sind geschlagen! Der doofe Schnauzer war schuld! Schnauze mit dem Schnauzer! Wir müssen den Boss warnen! Nicht sie weg! Tja. Kronminister, geht's Ihnen gut? Meiner treu! Ah, Mario, du bist es! Ich bin fast aus der Rolle gefallen! Ach, ich bin ja so erleichtert! Und damals bist du der Retter in der Nord! Oh ja. Doch, was waren das nur für Gestalten? Eure Eminenz! Eminenz, ihr seid wohl auf, so ein Glück! Mario, da hast du uns gerettet? Ach, wir verdanken dir wirklich so viel mal wieder. Gut. Hier ist die Prinzessin und dies. Ach, vor lauter Gram weiß ich langsam weder ein noch aus. Dann eben rein und raus. Mario! Sag, wir könnten doch Opa um Rat fragen. Mein Opa weiß nämlich alles. Nanu, wer bist du denn, junger Freund? Hallihallo, Hallöle. Ich heiße Mello und komme vom Quackenquell. Oh nein, jeder Freund von Mario ist in unserem Palast ein gern gesehener Vergaß, ja. Also Mario, wie ich bereits sagte, du bist unsere einzige Hoffnung mal wieder. Wir flehen dich an, bitte rette die Prinzessin, Mama Mia. Mario, auch ich hab dir zu danken für alles, was du für mich gemacht hast. Lass uns also schnell rüber zum Quackenquell, zu meinem Opi. Der wird uns sicher helfen. Aber Moment, weshalb bin ich eigentlich nochmal hier zum Palast gekommen? Ach, mir fällt schon wieder ein. Du solltest irgendwas einkaufen gehen. Ob Klingklong, das Schwertmonster im Pilzpalast, vielleicht etwas mit dem gefundenen Sternenteil zu tun hat? Unsere Helden machen sich auf zu den Quarkredukten, um Licht in die Sache zu bringen. Juhu! Also los, zu den Quarkredukten! Zu den Quarkredukten sind wir jetzt unterwegs. Zu den Quarkredukten. Da können wir uns gleich ducken. Wieso ist es eigentlich so dunkel jetzt hier? Hä? Ach so, jetzt nicht mehr. Dann speichern wir nochmal ab. Und dann machen wir uns jetzt, sag wirklich mal, auf zu den Quarkredukten. Warte mal, da könnten wir doch auch die... Obwohl, die Weltkarte wird so oder so gleich genutzt. Also gut, die Quarkredukten. Da werden wir uns gleich hier ducken. So, hier müssen wir rein. Pass aber auf, da unten ist ziemlich dunkel und eng. Und Opa meinte auch immer, ich sollte mich hüten vor irgendwas, das Bellum heißt. Weiß auch nicht, was es ist. Tja, vielleicht irgendein belliges Monster? Tja, eine bedrohliche Stimmung, allemal. Möchtest du lesen, wie man in Röhren schlüpft? Nö, weiß längst Bescheid. Okay, ein paar Cheep-Cheeps im Abwasserkanal. Hätte ich vielleicht eben nicht sagen sollen. Aber wo genau muss ich jetzt eigentlich hier hin? Also, ich gehe einfach mal davon aus, die erste Röhre war auf jeden Fall falsch gewesen. Also, die Röhre Nummer 2 müsste es auf jeden Fall hier sein.
Menschenskinders, ihr verdammten Radfratz. Ah, sieh mal an. Ein Moderling. Nun denn, Level up geschwind, wie der liebe Wind. Oh, ein Schatten. Und jetzt auch noch Vergiftung. Nicht gut für Mario. Aber jetzt hat Mario immer ein Level up. Den Supersprung auch erlernt. Dann holen wir uns jetzt auch nochmal Super Extra Kraft. Aber wohin soll ich denn jetzt am besten schwimmen? Das ist jetzt hier erstmal die große Frage. Das ist jetzt erstmal hier die große Frage. Ich weiß jetzt nun wirklich nicht so genau, wo wir jetzt hier hin müssen. Ah, Moment mal, hier waren wir ja schon. Aber gut, Buhus und Schatten also. Sehr interessante Gegnerwahl. Oder war Bellum, er sagt, eine Ratte gewesen? Ja, ich glaube, er sagt, Bellum müsste, wie es aussieht, eine Ratte gewesen sein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. So, anfällig gegen Sprung, Furcht, Gift, Schlafstille. Lebenspunkte 50. Heute bin ich großzügig und teile aus. So, Kristallwasser haben wir jetzt gekriegt. Interessant. Und ein extra Gegner, eine Tricktruhe. Okay, dagegen war also anfällig. Okay, vielleicht jetzt erstmal Gedankenleser. Anfällig gegenüber Sprung, Lebenspunkte noch 99. Pavis, werde ich immer wieder aus dem Schlaf gerissen. Autsch. Tja, jetzt wieder mal Feuerwall, nicht abwehrbar. Okay, dann brauche ich dabei jetzt auch sowieso nichts drücken. Gelände. Und wir haben noch ein Bloomset erhalten und Anti-Wandel-Button gefunden. Gut, gut, gut. Abgesehen davon natürlich, dass wir jetzt hier wieder in die falsche Richtung geschwommen sind. Wir schwimmen in die falsche Richtung.
Aber andererseits sieht es doch danach aus, als wären wir hier doch ansatzweise richtig. Obwohl, leichter getan als gesagt. Leichter gesagt als getan. Wir wissen noch nicht so genau, was denn jetzt hier der richtige Weg war. Gott, der starke Feind wurde für eine Froschmünze besiegt. Was? Mello, wie bist du denn jetzt besiegt worden? So, hier ein Muntermacher. Dankeschön. Ah, jetzt auch noch verflucht. Tja, dafür jetzt aber erstmal ein neues Level. Also gut, wo haben wir hier stehen geblieben? Ah, eigentlich waren wir da stehen geblieben, dass wir doch eigentlich... Okay, wieder mal starker Feind. Also eigentlich wollte ich ursprünglich die Kiste eröffnen. Und das haben wir ja sowieso eigentlich auch getan. Wir haben die Kiste geöffnet. Yeah, super Stern, ey. Nur das Ganze für einen Superstern. Ah nein, hier ist noch eine weitere Röhre. Okay, wir befinden uns wohl langsam aber sicher auf dem richtigen Weg. Ja, schön. Wirklich schön. Das Spiel macht ehrlich gesagt wirklich Laune. Und ich bin ehrlich gesagt sowieso auch der Meinung, dass ich im Vergleich zum Klassiker auf alle Fälle besser blocken kann und auf jeden Fall mehr Schaden hier austeile. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Weil solche Hinweise gab es natürlich beim Klassiker überhaupt nicht. Sowas gab es beim Klassiker überhaupt nicht. Verdammt nochmal, der Giftbiss ist ja auch wieder mal eine unschöne Sache. Und jetzt sind wir, sagt, verflucht und gleichzeitig, er sagt, auch noch vergiftet. Zwei unschöne Statuseffekte. Moment mal, wir sind ja seit wieder am Anfang? Hä? Hier waren wir doch eben. Das war sowas von die falsche Röhre. Moment, hier waren wir doch auch gewesen.
Wo bitteschön bin ich jetzt, Elsa, hier noch nicht gewesen? Moment, wir waren, Elsa, hier längst gegangen? Und eigentlich der Weg nach oben müsste doch ungelogen der richtige Weg sein. Wieso bin ich jetzt schon wieder hier? Ah, jetzt verstehe ich. Ah, wir waren es dort noch nicht. Ja, wir konnten ja nicht aus dem Wasser springen. Jetzt erklärt sich das Ganze natürlich von selbst hier. Jetzt erklärt sich das Ganze hier von selbst. Tja, jetzt hat sie das Ganze wirklich von selbst aufgeklärt.